Wenn man einmal wach ist, ist es fast unmöglich, wieder in den Schlaf zu fallen. Sobald man entdeckt, dass die Erde kein sich drehender Globus ist, sondern eine flache und stationäre Ebene mit einem Firmament darüber, dann ändert sich alles. Die vertrauenswürdigen Stimmen und satanischen Wissenschaftspriester, die einst unsere Realität und unser Verständnis der Welt prägten, sind nicht mehr glaubwürdig. Unsere Erfahrung aus erster Hand, dass die Erde eine stationäre Ebene ist, steht im Widerspruch zu ihrer fabrizierten Erzählung vom Weltraum und sich drehenden Planeten. Die Vernarbung unseres Landes und der barbarische Abbau der einst majestätischen Baumriesen der Erde stehen im Widerspruch zu den Geschichtsbüchern und der geologischen Erzählung. Es passt nicht zusammen. Und alles, was es braucht, ist eine nähere Untersuchung und ihre Lügen, die unser Verständnis der Geschichte und der Welt seit unserer Geburt bestimmt haben, beginnen zu zerfallen. Lass uns den Geist mit ein paar Betrachtungen anregen. Aber du siehst, das Erwachen ist wirklich ein Geschenk. Hin und wieder lernen wir, dass wir die Antworten schon immer direkt vor uns hatten. Wir hatten schon immer mehr, als wir wissen, aber wir mussten erst wieder sehen lernen, bevor die Dinge anfangen, an ihren Platz zu fallen, bevor die Dinge anfangen, ein wenig mehr Sinn zu ergeben. Und hier sind wir wieder, Zuschauer, am Beginn einer weiteren großen Reise. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass es vor uns eine Zivilisation gab, die für die fortschrittlichste Technologie verantwortlich war, die je entwickelt wurde, und dass es ihr Verständnis der Funktionsweise unserer flachen Welt war und dass dies der Schlüssel zu ihrer Innovation darstellte? Und was, wenn ich dir sagen würde, dass unsere wahre Geschichte als Menschheit höchstwahrscheinlich erst vor etwas mehr als 200 Jahren begonnen hat? Würdest du mich wieder einmal für verrückt halten? Klinge ich so absurd wie damals, als ich dir zum ersten Mal erzählte, dass die Erde flach ist? Vielleicht. Und genau deshalb muss ich es dir zeigen. Was ich dir zu zeigen hoffe, ist eine der größten Vertuschungen aller Zeiten. Sie steht in ihrer Ungeheuerlichkeit und den Auswirkungen auf die Menschheit auf einer Stufe mit der heliozentrischen Lüge. Und wie ich versuchen werde, dir zu zeigen, ist sie untrennbar mit der wahren Natur unserer flachen, realen Erde verbunden. Unsere Reise beginnt am unwahrscheinlichsten Ort des 19. Jahrhunderts, St. Petersburg, am Eingang der Isaakskathedrale. Die Stadt ist kalt, die morgendlichen Nebel lösen sich mit dem Herannahen der Sonne auf und unsere Stiefel sind mit Schlamm überzogen. Wir schreiben das Jahr 1860 und während St. Petersburg königlich und stolz dasteht, sind seine Einwohner nirgends zu finden. Die Einwohnerzahl von St. Petersburg betrug in den 1860er Jahren, so sagt man uns, etwa 500.000 Menschen, und doch ist keine Menschenseele in Sicht. Wo sind denn alle? Der lange Schatten der Alexandersäule gibt uns einen Hinweis auf den Zeitpunkt des Sonnenlaufs. Über diese Region treten lange Schatten nur am Morgen oder am Abend auf. Es muss also morgen sein. Aber es scheint, dass noch niemand aufgetaucht ist. Und was ist mit dem Rest der Welt in dieser Zeitspanne? Edinburgh, Schottland, 1840er Jahre. Kopenhagen, Dänemark, 1840er Jahre. Dresden, Deutschland, 1860er Jahre.
Rio in Brasilien, 1860er Jahre. Toronto, Kanada, 1860er Jahre. Athen in Griechenland, 1860er Jahre. Und dann London, schließlich Menschen. Und was ist mit dem Leben der Menschen in Paris? Menschen. Wenn man das Russland der 1860er Jahre betrachtet, gibt es einen unmittelbaren Kontrast zwischen dem Mangel an Bevölkerung und der schieren Größe dieser Städte. Selbst im 19. Jahrhundert sind sowohl Moskau als auch St. Petersburg riesig. Die auf den Fotos zu sehende Infrastruktur könnte eine Bevölkerung von mehreren Millionen Menschen aufnehmen. Warum sind diese Städte so riesig, wenn die Bevölkerung jeweils nur 500.000 betrug? Darüber hinaus gibt uns die offizielle Darstellung eine Bevölkerung, die ab 1764 linear ansteigt. Viele der Gebäude, die wir hier sehen, wurden Jahre vor der Aufnahme gebaut. Haben die Russen einfach weit im Voraus geplant? Aber wenn die Bevölkerung in diese Fotografien eingeführt wird, entsteht ein neuer Kontrast, der verblüffend ist. Nämlich zwischen den Menschen und der Umgebung selbst. Es mag an der reduzierten Bevölkerungszahl liegen, oder an der monochromen Strenge der Schwarz-Weiß-Bilder. Aber sie führen uns etwas vor Augen, unter dem wir unser ganzes Leben gelebt haben und dem wir nie Beachtung geschenkt haben. Nämlich die Ungeheuerlichkeit und Unmöglichkeit der Architektur. Die Straßen sind unsachgemäß gepflastert und uneben, sie sind schmutzig und schlammig. Wir sehen in dieser Zeit auch Gebäude, deren Architektur sich den Bewohnern anpasst. Gebäude mit unförmigen Proportionen, weniger entwickelt und raffiniert, charmant auf ihre eigene Art, aber natürlich in ihrer Verwendung von Holz, Steinen und Pflaster. Das ist genau die Art von Architektur, die wir von einer Generation mit Pferd und Wagen erwarten. Einer Generation, welche die technologischen Entdeckungen der kommenden Jahre noch vor sich hat. Außerdem, der Bogen ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme etwa 40 Jahre alt. Trotzdem kann man noch sehen, wie abgenutzt einige Teile der Struktur sind. Wir sehen Verwitterungen auf dem Stein, die darauf hindeuten, dass der Bogen viel älter ist, als wir es Ende des 19. Jahrhunderts erwarten würden. Glauben wir wirklich, dass ein aufstrebendes Volk diese ganze Stadt in nur 30 Jahren gebaut hat? Und wieder eine solche Ruhe, eine solche Stille. Dies ist ein Foto von einer leeren Stadt. Wo sind all die Menschen? Der Schatten des Pfostens hier verrät uns, dass es nicht die frühen Morgenstunden sind. Kurze Schatten tauchen erst gegen Mittag auf. Eine Stadt von diesem Ausmaß sollte zur Mittagszeit voller Leben sein. Aber es ist kein einziger Mensch auf der Aufnahme dieses Panoramas zu sehen. Das einzige Leben, das wir sehen, ist das eines Pferdes, das keinen Herrn in Sicht hat. Es scheint höchst unwahrscheinlich, dass alle Menschen aufgefordert wurden, drinnen zu bleiben,
weil ein Stadtbild-Fotoshooting stattfand. Und diese stille Szene wird umso unheimlicher, wenn wir bedenken, dass hinter dem Objektiv eine Absicht steckt. Jemand stand dort an einem Aussichtspunkt und hat dieses Foto gemacht. Es muss einige Hinweise geben, die darauf warten, entdeckt zu werden und die uns helfen zu verstehen, warum diese Städte leer sind. Warte, was sagst du da? Du willst dir erst den Schlamm von den Stiefeln wischen? Mach dir keine Mühe, das ist Zeitverschwendung. Ist es der Schlamm, der uns ein paar kleine Hinweise darauf gibt, was in dieser Zeit geschehen sein könnte?